So, hallo, wir machen weiter. Bei Things. Wir sind irgendwo im Nirgendwo, ich weiß es gerade nicht. Es ist ewig her, dass ich aufgenommen habe. Also ewig auch nicht. Aber lang genug, dass ich nicht mehr weiß, wo wir sind. Ich gehe einfach rein und wir gucken, wo wir landen. So. Wir haben das letzte Mal gesurft. Richtig. Dann haben wir diesen Weg also abgeschlossen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Genau. Perfekt. Okay, das ist doch was. Genau, den Weg haben wir abgeschlossen. Ach ja, und ich habe gesagt, wir gehen als nächstes dann den Weg hier, ne? Da oben lang. Genau. Ich erinnere mich. Full Tilt. Okay. Ich hoffe, das ist nicht darauf bezogen, dass man sich aufregen muss. Wir werden sehen, worauf es bezogen ist. Let's go. Ach nee, es ist darauf bezogen, dass alles gedreht. Say what? Ach du Schande. Okay, das wird sehr interessant. Da muss ich jetzt warten, bis der schießt, oder wie? Ja, aber. Der muss zu mir schießen. Ja, Der kann nur nach da schießen, oder wie? Oh, und ich komme nicht mehr zurück. Oh, doch, komme ich. Oh. Ja, aber ich muss. Oh, joi. Ich muss den da unten also mitnehmen. Okay. Das ist super interessant vom Konzept her. Ja. Lol. Das würde funktionieren, wenn ich es richtig mache. Okay. Yo, das ist. Okay, das ist interessant. Aber wie, okay, wie der funktioniert, weiß ich noch nicht, aber das muss man halt jetzt rausfinden. Lol, das ist interessant. Habe ich schon mal gesagt, ne? Ich glaube, es ist interessant. So. Eher so nicht. Okay. Okay. Ja, ich geh doch. Okay, er schießt mich schon nach wie vor noch gerade hoch, relativ. Aber ich muss dann halt nach links schwenken. Irgendwie. Oh je. Hui. Nee. Frag mich, wie man das bauen kann. Das muss wahrscheinlich auch wieder irgendwie. Also ich glaube nicht, dass das normale Lunar Magic. Okay, jetzt muss ich da auf das Ding Spin jumpen. Und dann darüber. Uiui. Okay. Aber es gäbe hier genug Möglichkeiten zu Safe Staten, sollte ich mit der Zeit die Geduld verlieren. Also das ist kein Problem. Ich denke, mit Safe States kommt man hier sehr schnell durch. Ich würde es fast am liebsten einmal demonstrieren. Bin ich ganz ehrlich. Ich würde es gerade fast am liebsten mal demonstrieren, weil ich das. Also hier fühlt es sich so an, wie wenn ich das mit Safe States sofort schaffe, alles. Na, da habe ich ja nicht viele. Ja, da komme ich ja immer wieder direkt an die gleiche Stelle und kann die dann auch ausprobieren, bis sie halt klappt. Die Stellen an sich sind nicht das Problem. Das Problem ist, es am Stück zu schaffen. Deswegen mit States kommen wir, glaube ich, sofort durch das Level durch. Sollen wir es machen und dann überlegen, ob wir es noch normal spielen? Ich weiß nicht. Ich glaube, wenn ich jetzt anfange zu staten, demotiviere ich mich. Und dann mache ich es nämlich nicht mehr richtig. Erstmal noch nicht. Erstmal noch nicht. Ich behalte es mir aber vor. Aber nicht wieder mit diesem gefühlten Zeitdruck. Also ich sage jetzt nicht, keine Ahnung, so ab 10 Minuten werde ich safe staten. Nein, werde ich nicht tun. Also, werde ich vielleicht tun, aber nichts sagen. Ah. Kann auch sein, dass ich gleich in 2 Minuten state. Ups. Habe ich den anderen mit kaputt gemacht gerade? Wahrscheinlich ja. Und das kann ich mir nicht erklären, was da passiert ist. Okay, so, jetzt sind wir wieder hier. Aber wie mache ich da jetzt weiter? Das ist.
Das weiß ich nicht, wie ich da durchkomme. Das muss ich noch eruieren. So. Ach, ich hab den gelben Boden überhaupt nicht wahrgenommen. Ja, okay, das erklärt natürlich alles. Das erklärt natürlich alles, Lul. Okay. Da ist nochmal gelber Boden zusätzlich gewesen. Na gut. Na, dann ist meine Verwunderung klar, aber auch die Lösung. Dann ist alles klar. Das grüne Ding ist noch ein bisschen nervig. Weil es halt nicht so funktioniert wie erwartet. Da muss man... Das meine ich. Ich denke so immer, jetzt springe ich ab und dann haut es mich einfach runter. Das ist irgendwie noch so... Ja, so muss ich es machen, okay. Okay, und dann hier hin. Und dann hier rum. Und dann hier hoch. Und jetzt schießt der und... Hä? Aber auf den oberen hätte ich jetzt gar nicht gemusst. Da war zwar eine Münze, aber ich wüsste nicht, warum ich da drauf will. Wow, das war super. Ah, mein Gott. Also hier ist eine Münze, aber... Ach so, sonst komme ich da nicht rüber, wa? Kannst du nochmal schießen? Can you shoot again? Please? Oh. Okay, dann muss man das am Stück wahrscheinlich schaffen. Ja! Ja, hä, aber auf... Wie springe ich auf die jetzt so drauf, dass es passt? Da, wo die Münze ist, fühlt sich so irgendwie nicht richtig an. Oder ich soll gar nicht auf die eine, sondern auf die andere springen. Yikes! Okay, das grüne Ding regt mich auf. Okay, das grüne Ding regt mich auf. Ich setze jetzt da unten dann den Safe State. Du nervst mich nämlich, du grünes Ding. Das war nix. Das war auch nix. Okay, da. Gut. So, und jetzt ist die Frage... Auf welches soll ich drauf? Ich glaube, ich soll auf das untere drauf springen, gar nicht auf das von da drüben. Das von da drüben nehme ich wahrscheinlich eine Weile noch mit. Ah, ja, so wird es gedacht sein. Also den da, auf den springe ich drauf. Okay, ja, und den anderen nehme ich wahrscheinlich eine Zeit lang noch mit. Das ergibt Sinn. Ja. Hier nutze ich den auch noch nicht. Hier nutze ich den. Und dann geht's in die Röhre. Das ist alles? Dann können wir es auch am Stück spielen. Also dann kein State. Dann kein State. Wenn da schon die Röhre kommt, das schaffen wir am Stück. Das ist genau, was ich meinte. Das ist ganz genau, was ich meinte. Das ist so... sowas von machbar. Man muss nur rausfinden, was man tun muss. Aber dann läuft das. Ich wiederhole, es wäre nett, wenn an der Röhre was irgendwie Grünzeug wäre zum Hochklettern. Also, ja. Ah, dieses von unten in Röhren reinspringen, das ist in SMW so dumm.
Und es gibt einfach keinen Grund, warum die Hitbox so klein ist. Warum hat man nicht die komplette Röhre zugewiesen? Im Original ist es doch völlig egal, ob man das jetzt pixelgenau erwischt oder nicht. Ah, oh, es ist so dumm. Warum kann ich einfach die komplette Fläche der Entries sein? Gibt es irgendeinen programmiertechnischen Grund, dass das nicht funktioniert? Kann es mir nicht vorstellen. So. Sag ich ja. Okay, cool. Oh. Kann ich die kaputt rollen? Rutschen? Dass ich Ruhe habe? Oder so? Nee, wahrscheinlich nicht. Okay, wahrscheinlich muss ich jetzt fliehen. Ist aber auch ganz lustig eigentlich, fast. Nee, irgendwie mache ich... Okay. Nee, okay. Ah, doch! Oh mein Gott, das ist ja super geil. Okay, das ist super cool gemacht. Ah, das war der falsche. Das war nix. Das war auch noch nix. Nee. Nee. Nein. Aber es ist cool. Das war... Okay, es war eigentlich der falsche. Okay, ja, war auch der falsche. Okay, das muss ich doch irgendwie so abspringen, dass es besser läuft. Da habe ich noch nicht so den richtigen Rhythmus. Ah, das war Quatsch. Na, da komme ich noch nicht so gut durch, muss ich sagen. Was mache ich da noch falsch? Ah! Irgendwo verliere ich Geschwindigkeit. Oder soll ich vielleicht gar nicht? Soll ich vielleicht rennen? Ne, wenn ich renne, bin ich zu langsam. Ne, ich muss schon rutschen. Ist schon gedacht zum Rutschen. Hm. Dadurch die Mancha muss ich noch einen besseren Weg finden. Ja. Okay, das war mal jetzt weiter als bisher. Da hätte ich jetzt auch, wenn ich gut gesprungen wäre, hätte ich das machen können. Dann hätte das geklappt. Okay. Und wo lande ich jetzt? Okay, da. Hier durch. Yo, ist das da unten das Ziel? Ist das so kurz? Also, es soll mir wieder recht sein, wenn es da ist. Mist. Habe ich nichts dagegen. Habe ich da irgendwo... Mond habe ich keinen bisher gesehen, ne? Ich glaube, Mond war da keiner. Kann mich nicht erinnern, dass da ein Mond gewesen wäre. Oh, das könnte knapp werden. Ja. Mist. Also, ich muss halt... Darf halt wirklich ganz knapp nur einmal anhalten. Also, eigentlich kaum. Das ist gut. Das ist vom Vorsprung her super gut gerade. Ja, das war gut. Leider konnte ich es nicht ausbauen. Das ist nicht so gut. Nee. Gut. Das ist gerade richtig gut. Scheiße. Ich habe vergessen, die Sprungtaste weiter zu drücken. Ah, zu hoch. Okay. Nein! Nicht dumm. Nicht dumm. Ja. Oh, das ist sehr gut. Und dann bin ich da dran vorbei. Schade. Also ich muss da ein bisschen gegenlenken, sonst schaffe ich es nicht. Wenn ich nicht gegenlenke, erwische ich es nicht. Ah, ich habe wieder vergessen, die Sprungtaste zu drücken. Wenn ich nicht gegenlenke, erwische ich es nicht richtig. Ich muss gegenlenken. Ja.
Nein, jetzt habe ich sie zu fest gedrückt. Aber wir kommen ganz gut jetzt immerhin. Oh, das war nice. Ja, schade. Ey, das ist so eine coole Idee einfach. Wie viel innovative Sachen man immer noch in SMW machen kann, die man noch nie vorher irgendwo in einem anderen Hack gesehen hat, ne? Es ist insane. Also zumindest habe ich sowas noch nie in einem anderen Hack vorher gesehen. Keine Ahnung, vielleicht gibt es ja mittlerweile 3 Millionen Hacks, die dieses Gimmick hier auch nutzen, aber ich kenne es noch nicht. Für mich ist es neu. Scheiße. Nein. Nein, es war wieder zu hoch. Ah, ich schaff's noch nicht richtig, da drauf zu springen. Nein, das war wieder zu hoch. Ja, so viel zu, es ist ja nur ganz kurz. Ich komme nicht mehr hin. Am Anfang bin ich fast bis nach unten gekommen, jetzt komme ich nicht mehr hin. Das ist schon immer faszinierend. Faszinierend und ärgerlich zugleich. Okay. Na, der ist zu nah, der ist zu nah. Ja. Der ist relativ nah. Hm. Keine Chance. Okay, der war stark. Nein, der war zu hoch. Why? Mist. 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 Nein, der war gut. Ah, der war auch gut. Wow. Das hat nicht hingehauen. Die sind ganz schön nah dran. Ah, die sind zu nah. Oh, das war gut. Nein! Ach, ärgerlich. Nein! Oh, ich schaff's nicht mehr da drüber. Das gibt's doch nicht. Nein! Ich dachte, jetzt kommt's. Ich dachte, jetzt krieg's hin, aber dem war leider nicht so. Mist. Zu bald. Oh, ich komme nicht mehr drüber. Warum? Jetzt ist es immer entweder zu niedrig oder zu hoch. Wie habe ich das denn gemacht, dass es gepasst hat? Ich muss gesprungen sein und dann erst die Taste gedrückt haben. Ja, noch ein bisschen mehr. Quasi Regrab, ne? Es ist quasi wie ein Regrab. Ist zu hoch. Zu hoch. Ach komm! Nein! Oh, es war wieder zu hoch.
So ein Käse. Ja. Okay, wie gewinne ich da meine Geschwindigkeit zurück? Das ist ja wirklich alles. Also danach ist es ja vorbei. Mist. Danach ist es ja vorbei. Das ist ja alles. Und ich bin leider, wenn die da unten schon an mir dran sind, bin ich leider zu langsam. Das darf sozusagen schon nicht passieren, dass die an mich rankommen. Ja, wie soll ich das machen? Wie kriege ich das hin, dass die an der Stelle nicht mehr zu nah an mir dran sind? Mist. Ich glaube, das war gut. Scheiße. Ja, war nicht mehr machbar, wenn ich falsch abspringe. War leider nichts mehr machbar. Nein, der war eigentlich ganz gut. Vielleicht lieber einen Spin-Jump, dass ich nicht so viel in der Luft bin, wa? Nein! Oder vielleicht ist es sogar gut, mehr in der Luft zu sein, weil man dann mehr fällt? Fragezeichen. Scheiße. Ja, ich glaube, das ist der Moment, wo ich falle, ist der, wo ich mehr Zeit bekomme. Irgendwie, weiß es nicht. Ja, doch. Der Moment, wo ich rutsche, da holt es mich eigentlich nur ein. Ich muss mehr springen, glaube ich. Aber ich darf halt auch nicht direkt davor abspringen, dann holt es mich auch ein. Hm. Gar nicht so leicht. Nein. Das war... Oh, das war so gut. Ich glaube, ich darf da nur mit Spinjump über die Blume. Wollte Pflanze sagen und Blume und hab's halt vermischt. Wie immer. Man kennt's. Ach, Mann. Hm. Nein! Mein Kopf entscheidet sich, ich weiß nicht, wie es für euch ist, mein Kopf entscheidet sich auch immer, das ein bisschen anders wahrzunehmen. Mal guckt er sich das so ein bisschen seitlich an, mal wirkt es eher, als würde ich bergab laufen. Also es ist echt interessant, was mein Kopf so macht, obwohl ich eigentlich ihn nicht viel bewege. Kommt es mir so vor, als würde ich mir das immer wieder ein bisschen anders anschauen, diese Geschichte hier. Mann. Das war gut. Ach, und dann versau ich es natürlich. Das war auch gut. Bitte nicht versauen. Bitte nicht versauen. Das war so gut. Oh mein Gott, das war so gut. Scheiße. Oh Gott, war das gerade gut. Wie weit wir weg waren von dem Zeug. Mist. Oh, das war jetzt echt ärgerlich. Mist. Nein, zu hoch. Ach, komm schon.
sobald. Mensch! Okay, das war gerade gut. Dann mache ich wieder die Scheiße. Oh. Mist. Wenn die zu nah sind, was soll ich tun? Gibt es da irgendwo noch einen Trick, den ich noch nicht sehe, oder bin ich einfach noch zu schlecht? Ich schätze letzte, das ist der Fall. Wo ich die einfach irgendwie kaputt machen könnte, ne? Aber das wird nicht möglich sein. Da wird er schon drauf geachtet haben, dass man sein Gimmick hier nicht kaputt machen kann. Scheiße. Scheiße. Oh, ich muss gleich mal was trinken, sonst schlafe ich ein, glaube ich. Das ist schon wieder jetzt so, ne, dieses Wiederholende, was mich müde macht. Und jetzt, wo wieder Schule ist, werde ich sowieso schneller müde. Wie? Yo, habt ihr gesehen, dass der in den Reihen ist? Wenn ich das schaffe, den kaputt zu machen, werde ich den anderen, ne? Das wäre ja sick. Kann man es vielleicht doch schaffen? Ich glaube nicht. Naja, ich glaube, selbst wenn man den zerstören würde, ich glaube, der obere nimmt einen dann trotzdem noch mit. Ich glaube, das schafft man nicht. Ah, ja, man sieht's. Vielleicht sind die auch noch unzerstörbar zusätzlich gemacht, sodass es nur so wirkt, als wären die normale zerstörbare Viecher. Aber in echt sind sie es nicht. Kann natürlich sein. Ey, das, dieser Sprung, ne? Okay, lasst mich ganz kurz was trinken. Lasst mich ganz kurz einen Schluck trinken. So, danke für eure Geduld. Das ist doch, gerade wenn man in dieser Müdigkeitsphase landet, na, wo dann so der Sekundenschlaf näher kommt, dann ist es doch auch schon wichtig, zwischendurch mal schnell was zu trinken. Auch wenn ich jetzt natürlich, wenn ich jetzt Auto fahren würde, würde ich jetzt kurz ranfahren an die Seite. No. Aber wie schaffe ich das, dass die dann schneller hinter mir... Ach Mann. Also muss halt wirklich von Anfang an alles reibungslos durchlaufen, ne? Und bestimmt gibt es irgendeinen Weg, da auch noch die Geschwindigkeit beizubehalten, wenn man da den Spin-Jump runter macht. Das weiß ich halt nicht. Weil anhalten muss ich ja trotzdem, also ich schaff's nicht ohne anzuhalten. Das ist so der Punkt. Ich muss zwischendurch anhalten.
Und so rassel ich in die nächste Lava rein. Das ist schon schwer, ne? Na Mann! Jetzt sind die schon viel zu nah dran. Ey, ich krieg's nicht mehr hin. Das war wieder gut und dann habe ich es natürlich unten versaut. Ach Mann. Das ist gut, das ist gut. Scheiße. Ich weiß nicht, wie ich es besser machen soll. Wir waren das Ganze zweimal unten. Aber da ist jedes Mal der letzte Sprung halt misslungen. Weil die dann einfach schon viel zu nah dran waren, diese Mistdinger da. Ich schaff's nicht. Ich schaff's vor allem nicht, dadurch schnell zu kommen. Das ist ja das Nächste. Ich verliere da auch noch Geschwindigkeit, wenn ich da versuche runterzufallen. Nein. 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 Mensch. Scheißdreck. Ja, aber... Mann! Da bin ich jetzt auch erst zwei oder dreimal über diesen Mannschaft gekommen. Hey. Mann, dieser Spin-Jump da unten ist so blöd. Wie mache ich das denn? Wie mache ich das vor allem ohne Geschwindigkeit zu verlieren? Das ist ja die eigentliche Frage. Nicht wie ich es an sich mache, sondern wie ich es mache ohne zu viel Geschwindigkeit zu verlieren. Weil die verliere ich ja offenbar. Das war so gut, ne? Scheiße. Ich mache jetzt alles noch mit Spin Jump. Der ist doch viel besser. Und kürzer. Oder nett? Schon, ne? Oh mein Gott, das ist gut gewesen. Oh mein Gott. So schräg runterspringen. Ja, so bekomme ich... Oh mein Gott, das ist gut. So habe ich... Wenn, je mehr ich da noch den Fall mitnehme, umso weiter komme ich von diesem Zeug weg. Das ist gut. Das muss ich versuchen, immer hinzubekommen. Und hier mit Spinjump durch ist auch leichter. Ich mache jetzt nur noch Spinjump. Auch wenn da gelbe Münzen sind, interessiert mich nicht. Ist ja keine Vorschrift. Muss mich kurz kratzen. So.
Ja, das war gut, aber dann habe ich wieder gestrauchelt. Hab schon gemerkt. Ich darf im Prinzip halt nicht anhalten, so das ist das Problem. Oh mein Gott, die sind gerade überhaupt nicht in Reichweite. Ah, schade. Oh, das war wieder gut. Das war wieder gut. Das war wieder saugut. Wenn ich das beibehalten könnte, dieses Tempo ungefähr. Das wird's, wollte ich sagen. Dann bin ich blöderweise angeeckt. Aber ich schaff's jetzt öfter darunter. Das ist doch schon mal was. Ja, ja. Mamma mia. Das hat es doch den ganzen Part gedauert. Ich hatte echt das Gefühl, wir werden es echt schnell schaffen. Und es war wirklich nur das Ziel. Ich hätte das nach gefühlt ein paar Minuten haben können. Also den zweiten Teil. Boah. Okay. Aber interessant. Wirklich interessant. Nächstes Level ist dann Panga Ultima. Ich hoffe, das hat nichts mit dem Panga zu tun, aber ich fürchte schon. Wir werden sehen, was dabei rauskommt. Danke fürs Zuschauen und tschüss.